Eine weitere Frage, die die Eltern natürlich brennend interessiert, ist, ob unsere Zeugnisse in Deutschland anerkannt werden. Auch hierzu hat die Kultusministerkonferenz eine allgemeingültige Entscheidung getroffen. Diese lautet, dass nur Abschlüsse, also Reifezeugnisse wie das Abitur oder der Universität, aus dem Ausland anerkennungspflichtig sind. Nicht aber normale Schulzeugnisse. Dies macht auch Sinn, da sich Auswanderer an die Vorgaben und Standards der lokalen Behörden im Ausland richten müssen. Das nennt sich für Deutschland Ziellandprinzip. Da das Niveau der Schulbildung zwischen den unterschiedlichen Ländern der Welt natürlich nicht vergleichbar ist, wird die Schulleitung der Anschlussschule, also der neuen Schule nach Wiedereinwanderung, in einem Gespräch mit der Familie die neue Schulklasse festlegen. Und da wir uns nach dem Bildungsplan Baden-Württembergs, also eines deutschen Bundeslandes, in deutscher Muttersprache mit akkreditierten Lehrern arbeiten, können wir für eine qualitativ hohe Ausbildung garantieren. Dies dokumentieren wir auch in den Abschlusszeugnissen, sodass der Lernstand für die neue Schule transparent erkennbar ist. Im Endeffekt obliegt es dann der Schule selbst, diese Einstufung festzulegen. Aber bei sauber dokumentiertem Wissensstand wird eine Anschlussschule wie bei jedem Wechsel aus dem Ausland maximal eine Überprüfung durchführen oder eine Probezeit festlegen. Wir stehen auch gerne für Gespräche mit der Anschlussschulleitung zur Verfügung.